Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, ihr habt die Feiertage auch ein bisschen mit euren Freunden und Family verbracht. Ich bin jetzt wieder zurück, beziehungsweise ich war eigentlich nie weg, aber ich habe die Tage jetzt auch einfach mal genutzt, um ein bisschen ja, Zeit mit meiner Family zu verbringen. Ich konnte jetzt zwei Tage nicht in dieses Studio, beziehungsweise in mein Studio, weil ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Ich habe ja die Wände hier neu gestrichen und hier hat es so extrem nach Farbe und nach dem Nitro-Verdünnungsmittel gerochen, dass ich hier einfach nicht arbeiten konnte, geschweige denn mich nicht mal an den PC setzen zu können. Jetzt bin ich wieder zurück, ich bin echt froh und hey, Leute, mal ganz ehrlich, wie geil sieht das jetzt bitte aus? Ich weiß, jetzt kommen wieder die Leute, die wo damals geschrieben haben, so, hey Luis, streich unbedingt deine Wände, das sieht so hässlich aus. Jetzt habe ich sie gestrichen, jetzt werden die Kommentare kommen. Oh Gott, was ist das für eine hässliche Farbe? Da hinten hast du was vergessen. Die Decke ist nicht gestrichen. Ich richte mein Studio so ein, wie ich Bock habe. Ich finde es jetzt viel, viel schöner allein. Wie ich es jetzt gerade übers Display sehe, es ist viel angenehmer irgendwie das Video anzuschauen. Ich habe jetzt wie gesagt die zwei Tage mal echt genutzt, um mir mal ein paar Ideen zu machen, was ich wieder Neues hier auf meinem Kanal hochladen kann. Und mir ist aufgefallen, Freunde, ihr habt es wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen, ich habe noch nie über mein Audio-Interface geredet und zwar über dieses gute Stück. Ich habe jetzt gerade alles abgestöpselt, ist ja gerade im Gebrauch und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal dieses Interface, beziehungsweise ich zeige euch mal, welche Funktionen das hat, was es kostet, warum ich mich für das entschieden habe und für kein anderes, warum ich euch das weiterempfehlen kann und so weiter. Ein Unboxing wird es jetzt natürlich nicht geben, weil ich habe es ja schon längst ausgepackt. Ich will heute mal mit euch über dieses Audio-Interface reden. Vielleicht ist ja gerade einer von euch auf der Suche nach einem oder will sich einfach mal ein bisschen informieren. Vielleicht hilft ihr dir dann das Video oder ja, ihr habt ein bisschen Taschengeld zu Weihnachten bekommen und wollt schon lange ein Audio-Interface kaufen oder beziehungsweise ein kleines Home-Studio einrichten. Jeder, der ein Home-Studio haben will oder upgraden will, braucht natürlich ein Audio-Interface. Es muss natürlich nicht dieses sein. Ich will euch das trotzdem zeigen, weil ich bin sehr überzeugt von diesem Produkt. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lang rum. Alter, die Farbe, die gefällt mir echt gut. Gefällt mir richtig gut. So, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, doch hier hinten befindet sich noch ein Paket. Das habe ich jetzt hier, glaube ich, 1,5 Wochen schon liegen. Darauf habe ich ewig gewartet, beziehungsweise wieder lange gespart, um mir dieses Gadget nicht, aber dieses Equip mir zu kaufen. Ich habe es immer noch nicht ausgepackt, deswegen, ich muss jetzt wieder Gas geben mit Videos. Dazu wird es auch jetzt ein Video geben. Ich habe es endlich geschafft, dass dieses Mikrofon funktioniert. Wie gesagt, Video kommt dazu auch noch. Heute reden wir mal über das Focusrite Scarlett 2E4. Ich werde jetzt hier kein perfektes Review machen, sondern ich mache so, wie ich es immer mache. Ich erkläre euch einfach das, was ich weiß. Ich zeige euch einfach die Sachen, die ich auch selber benutze. Beziehungsweise so viele Einstellungen gibt es da gar nicht. Das finde ich aber gut, weil am Anfang habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Hey, für was ist der Knopf, für was ist der Regler und so weiter. Also ich würde sagen, ich hebe es jetzt einfach mal so in die Kamera. Und ich hoffe, dass meine Kamera fokussiert, genau, es passt. Also wir haben jetzt hier, beziehungsweise fangen wir von vorne an, 2E4, zwei Eingänge vorne, vier Eingänge, beziehungsweise vier Ausgänge hinten. Hier habt ihr einen Eingang, zum Beispiel für Instrumentals oder Mikrofon, und zwar gleich zwei Stück, deswegen 2E4. Es gibt ja auch den kleinen Bruder davon, der 2E2, das heißt zwei Eingänge vorne, zwei Ausgänge hinten. Wie gesagt, eins könnt ihr für Mikrofon benutzen, für irgendwelche Tutorials oder Livestreaming oder Gesang und so weiter. Eins könnt ihr zum Beispiel für ein Instrumental verwenden. Gitarre, was kann man noch anschließen? Anderes Mikrofon für irgendeine Flöte oder sowas. Auf jeden Fall gibt es dann hier unten Fokus, jetzt gibt es hier unten die Möglichkeit, nämlich oder beziehungsweise man sieht hier einen Regler, einmal für Line und einmal für Inst. Das heißt, Line ist sozusagen für das Mikrofon, das heißt, ihr schiebt dann den Regler, wenn ihr in diesem Eingang ein Mikrofon anschließt, schiebt ihr den Regler auf die linke Seite, das heißt auf Line. Und wenn ihr ein Instrumental, sagen wir mal Gitarre anschließen wollt, dann schiebt ihr den Regler einfach hier rüber. Dann haben wir hier drüber, beziehungsweise gleich nebendran, einen Gain-Regler. Dieser Gain-Regler ist einfach dafür da, dass ihr die Empfindlichkeit
von dem jeweiligen Mikrofon oder von dem jeweiligen Instrument beeinflussen könnt. Das Coole ist, wenn ihr zum Beispiel alles angeschlossen habt, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, wir schließen jetzt hier ein Instrumental an, eine Gitarre, und ihr spielt darauf, dann leuchtet dieser Regler drumherum in grün. Und wenn das Ganze hier übersteuert, dann leuchtet das in rot. Das heißt, ihr müsst ein bisschen runtergehen vom Gain, damit es nicht übersteuert. Ist ein cooles Gadget, beziehungsweise ein cooles Feature. Zum Preis kommen wir natürlich gleich. Wie gesagt, dann habt ihr noch eine zweite Möglichkeit, Instrumental oder Mikrofon. Dann haben wir hier, ich hoffe, man kann es sehen, wenn die Kamera fokussiert. Hallo. Jetzt, hier haben wir noch einen 48 Volt Phantomspeisungsschalter oder Knopf. Der ist dafür da, also den müsst ihr betätigen, wenn ihr in 1 oder 2 ein Mikrofon, ein Großmembranmikrofon benutzen wollt, wie zum Beispiel dieses hier. Wie gesagt, dazu kommt noch ein Video. Was haben wir noch? Hier zum Beispiel auch eine coole Funktion. Wir haben jetzt hier einen Input- und Playback-Regler. Das heißt, ihr könnt hiermit beeinflussen, ob ihr das über die Kopfhörer hören wollt, was ihr gerade ins Mikrofon sprecht. Wenn ihr sagt, ja, ich will hören, wie sich das Ganze anhört, dann dreht ihr einfach den Regler nach links zu Inputs. Wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht hören, dann stellt ihr den Regler einfach auf Playback. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, Stereo, Mann, ich muss das immer in die Kamera halten, gibt es noch die Möglichkeit, Stereo Mono einzustellen. Hier der große Regler ist einfach für eure aktiven Boxen, also für Monitorboxen, für die Lautsprecher. Hiermit könnt ihr die Lautstärke regeln. Dann haben wir hier drüben, was sehr, sehr geil ist, der Mikrofoneingang. Ich betreibe das Ganze ja hier noch mit den coolen One Audio Kopfhörern, aber mit einem Adapter, und zwar mit diesem hier. Also ich habe hier die 6,3, also normalerweise hat es ja 3,5 Klinke. Bei dem Focusrite ist nur ein 6,3 Anschluss. Deswegen habe ich einfach einen Adapter dran geschlossen. Funktioniert ohne Probleme. Hier drüber ist gleich der Regler für die Lautstärke. Hier vorne ist noch ein Pan-Knopf für Input 1 und Input 2. Das heißt einmal für Input 1 und hier für Input 2. Und zwar ist der dafür da, dass wenn ihr zum Beispiel ein Instrumental anschließt und es viel zu empfindlich ist und dieser Gain-Regler das irgendwie nicht schafft, könnt ihr hier über diesen Pen Knopf minus 10 Dezibel runterschrauben. Das heißt, einfach mit einem Klick schraubt ihr die Lautstärke bzw. die Empfindlichkeit nochmal um minus 10 Dezibel runter. Dann schauen wir einfach auf die Rückseite kurz noch. Also wie gesagt, ich bin kein Profi, am Boxer ist es ja nicht, aber kein Profi-Reviewer oder wie das heißt. Hier das Strom- bzw. USB-Kabel. Hier haben wir zweimal XLR. Das heißt, ihr könnt hier Boxen anschließen. Ihr habt hier Cinch für zusätzliche Sachen, irgendeinen Mixer oder sowas. Und hier habt ihr nochmal zweimal Klinke. Ich benutze die zwei Klinkeneingänge für meine Monitorboxen. Ich könnte jetzt über diese zwei XLR-Ausgänge nochmal zwei Boxen anschließen. Natürlich mit dem passenden XLR-Kabel. Deswegen heißt es auch 2i4. Also wie gesagt, zwei Eingänge vorne, die zwei. Und vier Ausgänge hinten, beziehungsweise natürlich habt ihr noch Cinch auch dabei, aber Monitor beziehungsweise aktive Lautsprecher, wie zum Beispiel meine KRK, haben entweder XLR-Eingang oder einen Klinkeneingang. Deswegen, ich konnte es mir hier halt aussuchen. Ich bin froh, dass ich mir dieses 2i4 gekauft habe, weil, wie gesagt, dieses Paket, was da hinten ist, was ich euch bald in einem Video zeigen werde, brauche ich genau diese zwei Eingänge, beziehungsweise einen nur. Wenn ich mir nämlich den 2i2 mir gekauft hätte, wo ich zwar ein paar Euro mir sparen kann, also den kleinen Bruder, dann hätte ich hier keine zusätzlichen zwei Ausgänge. Das heißt, ich könnte dieses Gadget bzw. dieses Equip gar nicht benutzen, was ich jetzt demnächst hier in einem Video auspacke. Und was mitgeliefert wird, ist ein Netzteil bzw. das wird ja alles mit USB betrieben. Das heißt, ihr steckt es einfach nur an euren PC an. Die Software wird automatisch runtergeladen und ihr könnt eigentlich sofort starten. Was ich halt sehr, sehr geil finde, dass sie genau in der gleichen Farbe oder in einer ähnlichen Farbe das Netzteil bzw. den USB-Stecker mitliefern. Das Problem ist nur bei mir gewesen, ich kann es euch ja mal kurz zeigen, dass mir das Kabel ein bisschen zu kurz ist. Ihr wisst ja, mein Interface steht ja hier und mein PC ist ja hier. Und das Kabel wäre jetzt viel zu kurz. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das ist. Ich glaube, ein halber Meter vielleicht, wenn es hinkommt. Und deswegen habe ich mir im Internet einfach ein neues bestellt mit 1,5 Meter. Kann ich ganz normal hier hinten anschließen am PC. Funktioniert genauso. Das andere, ja, habe ich halt immer als Reserve oder falls ich das mal verkaufen will, was ich aber nicht machen werde. Genau, das war's eigentlich, Freunde. Wie gesagt, es werden jetzt wieder viele Videos kommen. Ich habe so viel kranke Ideen. Ich habe allein hier noch das Stream Deck. Ich habe noch nicht mal geschafft, meinen PC komplett einzurichten.
Geschweige denn mein Musikprogramm FL Studio habe ich auch noch nicht alles fertig. Also die ganzen Sample Packs und alles wieder eingerichtet, dass alles wieder läuft. Und die ganzen Settings und was weiß ich. Also ich bin noch nicht mal dazu gekommen. Erstens war ich ein bisschen faul jetzt die Tage. Und ich glaube, das darf man auch mal sein an Weihnachten. Aber jetzt, Freunde, geht's wieder rund. Dazu wird ein Video kommen, Mikrofon wird ein Video kommen. Und was ich am meisten gespannt bin, Freunde, ist dieses Paket. Ich glaube, das wird euch auch sehr interessieren. Deswegen würde ich sagen, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß, ich bin kein Profi-Reviewer oder wie man da sagt. Ich versuche euch trotzdem immer ein paar Tipps zu geben. Ach ja, zum Preis jetzt nochmal von diesem Audio-Interface. Es kostet jetzt aktuell auf Amazon 149 Euro, finde ich echt vollkommen in Ordnung. Ich hatte damals auch das 2i2 und habe das dann irgendwie verkauft, ich weiß nicht warum. Jetzt bin ich froh, dass ich mir gleich das 2i4 gekauft habe, deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Legt ein paar Euro drauf und kauft euch auch das 2i4, weil so habt ihr für längere Zeit auf jeden Fall mehr davon. Weil sonst, wenn ihr sagt, ey, ihr wollt jetzt noch eine Gitarre anschließen, klar, ihr könnt es immer abwechselnd machen, aber wenn ihr noch mehrere Boxen anschließen wollt und so weiter, dann habt ihr hier beim 2i4 gleich die Möglichkeit, nochmal zwei Boxen und nochmal was über Cinch anzuschließen. Und das habt ihr halt beim 2i2 nicht. Deswegen 149 Euro finde ich echt vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich habe damals 170 bezahlt oder so und lasst euch nicht von den Bewertungen von Amazon irritieren. Ich bin zufrieden damit. Ich kann es euch echt wirklich ans Herz legen, beziehungsweise sehr, sehr empfehlen. Falls jemand von euch auch dieses Focusrite oder ein anderes Focusrite Audio Interface benutzt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich melde mich jetzt ab. Ich drehe jetzt noch 2, 3 Videos für euch. Und ja, in diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen wieder ein bisschen, ja, was zeigen, helfen, Entscheidungen erleichtern, whatever. Wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Bis dann. Und...